Wie kommt man zu Wassern der Ruhe? Darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Wie kommen wir in einer hektischen Zeit, in einer Zeit der Reizüberflutung, der Dinge, die um uns geschehen? Wir hören und wissen von Kriegen und Kriegsgeschrei. Wie kann man trotzdem Ruhe finden und zur Ruhe kommen? Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und anhand von drei Versen, also einem Vers aus Psalm 23 und auch aus zwei Versen aus 2. Samuel 23, Psalm 23 könnt ihr schon mal aufschlagen. Das sind Verse, die mir in den letzten zwei Wochen in der stillen Zeit wichtig geworden sind, wo mein Köcher, wenn ihr so wollt, voll ist und wo ich hoffe, dass das euch auch dienen kann. Darum bete ich, darum habe ich schon gebetet. Und darum bete ich, dass ihr in der Lage seid, auch zur Ruhe zu kommen und genährt zu werden an diesen Wassern der Ruhe. Psalm 23, Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Das ist der gute Hirte. Und ein Psalm von David. Er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Die Lutherbibel schreibt zu frischen Wassern. Die meisten Übersetzungen, die ich gelesen habe, sprechen von stillen Wassern. Und in der stillen Zeit bin ich darüber gestolpert, dass man dazu auch sagen kann, Wasser der Ruhe. Und wenn man dieses hebräische Wort mal mit einem Bibelprogramm untersucht, dann wird das auch sehr, sehr häufig für Ruhe gebraucht. Überwiegend eigentlich. Und ich fand diesen Begriff Wasser der Ruhe sehr, sehr schön. Das ist das, was der gute Hirte für unser Leben will. Und jetzt noch eine Stelle aus 2. Samuel, wo wir von den Helden Davids hören, 2. Samuel 23. Wir werden das heute so machen, dass ich einige Bibelstellen auch vorlesen werde. Ihr könnt dann ruhig mit aufschlagen. Das wird jetzt keine Auslegungspredigt in dem Sinne, sondern eher thematisch. Und natürlich kann ich das Thema auch nicht in 45 Minuten komplett erschlagen. Also wenn der ein oder andere denkt, da gibt es noch mehr zu sagen, dann hat er recht. 2. Samuel 23, Verse 11 und 12. Und da wird von dem Helden Schammer gesprochen. Und nach ihm kam Schammer, der Sohn Arges des Hararitas. Und die Philister versammelten sich zu einer Schar. Und es war dort ein Feldstück voll Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Feldstück, also der Schammer, und rettete es und schlug die Philister. Und der Herr schaffte eine große Rettung. Und diejenigen, die jetzt sagen, was haben die Verse denn miteinander zu tun? Psalm 23, Vers 2 und 2. Samuel 23, 11 und 12, die haben erstmal völlig recht. Augenscheinlich haben die nicht viel miteinander zu tun, aber vielleicht doch. Und wir kommen da nochmal zu. Hier bin ich darüber gestolpert, dass ein Mann wie der Schammer anscheinend ja von Gott die Kraft erhalten hat, als das ganze Volk floh, seinen Fuß auf dieses Feld voller Linsen zu setzen. Man könnte jetzt denken, naja, so wertvoll sind Linsen ja jetzt auch nicht, dass man dafür sein Leben riskieren muss. Aber dieser Mann tut es, er rettete es, heißt es hier, und schlug die Philister. Er setzt seinen Fuß drauf und der Herr schaffte eine große Rettung. Und ich habe darüber nachgedacht, wie schön ist das, wenn wir Männer und Frauen wären, die ihren Fuß auf Dinge setzen, wo Gott möchte, dass wir unseren Fuß draufsetzen, wo wir nicht weichen und wo wir dann davon ausgehen können, dass der Herr auch Rettung schenkt. Oder vielleicht hat der Schammer auch gesagt, ähnlich wie die Esther, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Aber wir lesen hier, der Herr schaffte eine große Rettung und so wurde er zu einem Helden Davids. Er setzte seinen Fuß darauf. Und ich habe auch ganz unumwunden. Ich habe an den Martin Vetter gedacht, der auch oft seinen Fuß auf bestimmte Sachen setzt,
sein Mann steht, schon relativ früh seinen Mann auch gestanden hat in der Brüderbewegung, was Ältestenschaft angeht, weil er das für biblisch richtig empfunden hat und dafür schon früh eingestanden ist in der Brüderbewegung. Und das bis heute tut. Und das ist schön, wenn wir solche Männer Gottes haben, oder auch Frauen Gottes haben, die das tun, die einen festen Stand haben und wissen, ich stehe im Willen Gottes und ich kämpfe dafür, egal was aus mir wird. Nochmal zurück zum Psalm 23. Das Thema ist ja, wie kann man zu ruhigen Wassern kommen? Und ich werde nochmal auf 2. Samuel 23 innerhalb der Predigt auch nochmal drauf eingehen und dann werden wir versuchen, das mal miteinander zu verknüpfen. Ich hoffe, das gelingt. Der Psalm 23 ist, finde ich, einer der schönsten und auch höchstwahrscheinlich der bekannteste Psalm. Und er ist von David, der selbst Hirte war. Wer könnte kompetenter von dem guten Hirten schreiben als David, von dem wir wissen, dass er auch dem einen oder anderen Löwen oder Bären aufs Maul gehauen hat, um sein Schaf zu retten. Und ich lese den Psalm einfach mal komplett vor. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Schön finde ich hier auch, dass er vom Er zum Du kommt, wenn es brenzlig wird. Viel persönlicher, dieses Personalpronomen. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Am Ende von Vers 4. Und dann geht es weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immerdar. Ein Psalm von David, der lange Zeit Hirte war, wahrscheinlich von Kind auf mit seinem Vater Schafe gehütet hat, dann später allein in der Jugend, bis hin als er ein junger Mann war. Der Herr ist mein Hirte, kann David von sich sagen. Was sagt David damit auch? Der David sagt damit auch, ich bin sein Schaf. Und das gefällt mir super gut. Wahrscheinlich ist David schon König zu dieser Zeit, aber er sieht sich als das Schaf des guten Hirten. Mir wird nichts mangeln, nichts fehlt ihm. Alles ist da, er weiß, ich habe solch einen guten Hirten, der Herr ist so mit mir, der wird mir nichts entbehren, was ich brauche. Der hat in ihm volles Genüge. Und er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er möchte, dass es mir gut geht, dass ich mich nähern kann. Er möchte, dass ich zur Ruhe komme und trinken kann. Und die Hirten, gerade auch im Orient, die hatten es gar nicht so einfach. Wenn man mal so schaut, auch in Jerusalem und Umgebung, wo wahrscheinlich, Bethlehem und Umgebung, wo wahrscheinlich auch der David seine Herden ausgeführt hat, dann ist es da relativ trocken. Und damit man auf grünen Augen kommt, muss man auch gewisse Bereiche wässern, dass sie einfach saftig werden. Manchmal ist es auch so, dass die Hirten einfach schauen, dass die Herden da grasen morgens, dass er sie morgens schon rausführt und Tau mit aufnehmen. Dann brauchen die gar nicht zu trinken, lange Zeit, wenn sie genügend Wasser, reinen Tau mit aufnehmen können. Und oftmals ist es auch so, dass das keine riesen Bäche sind, wo man eine Schafherde dran führen kann. Und die Hirten damals im Orient haben dann dieses kleine Rinnsal aufgestaut, haben sich Mühe gemacht und dann wurde das tatsächlich ein Wasser der Ruhe. Die haben ihre Schafe dahin gebracht, damit sie da dieses saubere Wasser, frisch aufgestaute Wasser trinken können. Wenn Schafe durstig sind, dann kommen die nicht zur Ruhe. Also ein Schaf legt sich nur dann, wenn es gesättigt ist
wenn es keinen Durst mehr hat, wenn es sich sicher fühlt, wenn es geborgen ist, wenn es keine Parasiten und so weiter hat, dann kommt ein Schaf zur Ruhe. Wenn es weiß, ich bin sicher, ich bin in der Obhut meines Hirten, ich bin wohlgenährt und meinem Fell geht es auch gut und mir selbst. Und dann kommt ein Schaf zur Ruhe. Und ich finde diesen Vergleich, wenn wir uns mal als Schafe nehmen, sehr, sehr schön. Wir brauchen das auch, um zur Ruhe zu kommen. Und wir haben einen Hirten, der möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Schafe trinken so ziemlich alles, wenn sie durstig sind. Also auch aus völlig verseuchten Pfützen. Und ein Hirte muss darauf achten, dass das eben nicht passiert oder halt seinen Schafen auch von Zeit zu Zeit Entwurmungsmitteln anbieten und so weiter und so fort. Und die Hirten damals haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Schafe genügend zu trinken hatte. Und der gute Hirte möchte das auch. Der gute Hirte möchte seine Schafe lagern auf grünen Auen. Der möchte, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie sich hinlegen können, dass sie geborgen sind. Der möchte, dass sie trinken an frischen Wassern, an stillen Wassern, an gutem Wasser, dass sie ausreichend Nahrung bekommen, dass sie getränkt werden. Und jetzt schauen wir mal, wie könnte es anders sein auf unseren Herrn, der sich ja ebenfalls der gute Hirte, Johannes 10, nennt. Und die erste Stelle, die mir in den Sinn kam, war Matthäus 11. Vielleicht euch auch. Was will der Herr für unser Leben? Matthäus 11, die Verse 29 und 30. Ich könnte auch noch den Vers 28 dazu lesen. Matthäus 11, wo der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühselig und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben oder auch zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir haben drei Verse und in zweien davon ist von der Ruhe die Rede. Der Herr möchte, dass wir Ruhe finden für eure Seelen. Einmal, dass wir Frieden mit Gott bekommen, aber auch, wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben und darauf vertrauen, dass er uns errettet und erkauft hat, dass wir dann zur Ruhe kommen. Und wie ich schon sagte, wir leben in einer Zeit, wo das gar nicht so einfach ist. Und er sagt dann hier, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass er hier von einem Doppeljoch spricht und dass man häufig hat man einen erfahrenen Bullen genommen und einen Jungbullen und die in ein Joch gespannt. Und der erfahrene Bulle, der hat die meiste Last getragen. Und so kann ich mir das sehr, sehr gut auch bei unserem Herrn Jesus vorstellen. Der Herr Jesus, wenn du mit dem Herrn Jesus gehst, wenn ich mit dem Herrn Jesus gehe, wenn ich auf ihn vertraue, wenn ich daran denke, wie der Herr Jesus gelebt hat und was er möchte für mich, dann ist der Herr Jesus derjenige, der die Last trägt. Der möchte, dass mein Joch sanft ist, meine Last leicht ist, weil er die größte Last gezogen hat. Da haben wir uns heute Morgen daran erinnert, als auch noch zieht. Der Herr Jesus gibt uns keine Aufgaben, führt uns in keine Situation, ohne uns auch die Kraft zu geben, sie zu bestehen. Der Herr Jesus möchte nicht überfordern und er überfordert nicht. Der Herr Jesus ist der gute Hirte, der das Beste für dein Leben will, egal in welcher Situation du bist. Und Situationen können überwältigend für uns sein. Die können uns zum Zerbruch führen, zum Zusammenbruch führen. Und doch bleibt es bestehen, der Herr ist gut. Der Herr ist der gute Hirte. Der Herr kennt seine Schafe mit Namen. Der Herr ist für dich. Warum? Weil er am Kreuz auf Golgatha für dich gestorben ist. Weil er alles für dich getan hat, was deine Rettung angeht. Und weil er auch alles für dich tun möchte, was dein Heiligungsleben angeht. Er gibt dir die Kraft, die du selbst nicht hast, um ein heiliges, um ein Leben zu führen, wo du zur Ruhe kommst, ein heiliges Leben, aber auch wo du zur Ruhe kommst, bei ganz vielen Aufgaben, Diensten oder auch Problemen, Anfechtungen, die du hast.
Und es ist wichtig dabei, dass wir auf diesen Herrn schauen. Und das ist auch mein erster Punkt. Wenn wir zur Ruhe kommen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf den Herrn Jesus Christus schauen. So wie der Psalmschreiber hier, der David, sich daran erinnert, wer ist denn mein Hirte? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu den Wassern der Ruhe, zu den stillen Wassern. Er erfrischt meine Seele. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und es ist schön, wenn die Schafe diesem Hirten folgen. Und wenn sie wissen, mein Hirte hat nur das Beste für mich im Sinn. Ich habe an meinem Arbeitsplatz einen DIN A4-Zettel hinter mir hängen. Da steht drauf, for every look at yourself, take 10 looks at Christ. Also für jeden Blick, den du auf dich selbst wirfst, wirf 10 Blicke auf Christus. Den schaue ich mir jeden Morgen an, wenn ich auf die Arbeit gehe. Und der hilft mir. Den schaue ich mir an, auch wenn ich vom Essen zurückkomme auf meinem Arbeitsplatz, dann ist er da. Jetzt hatte ich einen Kunden, wir haben gezoomt und er hat das hinter mir gesehen. Er hat gesagt, ich finde diesen Spruch ziemlich gut, kannst du mir den schicken? War ein Amerikaner. Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Beim nächsten Mal werde ich mit ihm darüber sprechen, was er denn so gut daran findet. Aber ich habe ihm gesagt, ich brauche diesen Spruch, der hilft mir, von mir selbst wegzuschauen und auf den Herrn Jesus zu schauen. Und ich werde gleich noch über mehr Hilfsmittel sprechen, die mir helfen, mich darauf zu fokussieren, was der Herr Jesus für mich getan hat. Ich sage euch aber auch, das gelingt mir nicht immer. Ich nenne euch mal ein Beispiel, wo mir das gut gelungen ist und wo ich dem Herrn alle Ehre für gebe. Im Dezember, am 22. Dezember, ist meine Mutter morgens um 5 auf dem Weg zum Badezimmer oder aus dem Badezimmer heraus, so genau wissen wir das nicht mehr, gestürzt und hat sich das Sprunggelenk gebrochen. Die wurde dann am 23. Dezember operiert und das musste so auch verschraubt werden, dass zwei Knöchel miteinander verschraubt werden und dass sie 6 Wochen lang nicht auftreten konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, als Kinder macht man sich dann Gedanken, was machen wir mit der Mama, wie helfen wir der? Und uns war auch schnell klar, wir können das nicht leisten. Und dann habe ich, glaube ich, dem Jochen angerufen und habe gefragt, sag mal, habt ihr noch einen Kurzzeitpflegeplatz in Lützeln? Und dann sagt der Jochen, wir sind hoffnungslos ausgebucht. Ja, da müsste schon noch viel passieren, damit das wirklich klappt. Also ich kann dir keine Hoffnung machen. Und ich weiß noch, dass ich dann ins Gebet gegangen bin und ich glaube, das war der 27. Dezember morgens, rief mich meine Schwester an. Fast so den Eindruck, die ist krank darüber geworden, die hatte Grippe und lag im Bett und hatte noch verschiedene Pflegeheime auch angerufen und war ganz enttäuscht und entmutigt, dass kein Platz da war. Noch ein Platz bei einer dementen Frau, aber auch relativ weit weg, wir hätten weit fahren müssen. Und meine Schwester war sehr unruhig und ich habe ihr gesagt, ich bin relativ ruhig, weil ich heute Morgen noch, das war morgens, saß im Sessel im Wohnzimmer, dafür gebetet hat und war ruhig, dass wir einen Platz finden würden. Dann rief mein Bruder an, um mir das mitzuteilen, was meine Schwester mir auch schon mitgeteilt hat, weil die beiden auch miteinander gesprochen hatten und er wusste jetzt nicht, dass meine Schwester schon mich angerufen hatte. Und während ich mit meinem Bruder sprach, sehe ich aufs Handy, dass der Alex mich anklingelt. Und dann habe ich abgenommen, was hat mein Bruder kurz gesagt, hier ruft der Alex an, das könnte durchaus auch um Lützeln gehen. Ich lege jetzt mal auf und nehme den Alex an. Und dann sagt der Alex, braucht ihr noch einen Platz? Und sage ich, ja, wir suchen immer noch nach einem. Ja, in Lützeln ist jetzt einer frei geworden. Ist dieses Wunder geschehen. Hängt natürlich auch sehr stark mit Leid mit anderen Familien zusammen. Will ich damit auch nicht verschweigen, denn es sind, dann hat natürlich auch Leute gestorben, hoffentlich heimgegangen. Ich kenne aber die Einzelnen nicht, die das da getroffen hat. Aber für mich war das ein Wunder. Und ich kam aus der Gegenwart des Herrn, wenn er so wollt, und war ruhig darüber. Und der Herr hat Gebet erhört
Und ich konnte ruhig sein, auch wenn das am Anfang gar nicht danach aussah, dass wir einen Platz bekommen haben. Der Herr hat das wunderbar geführt. Meine Mutter ist jetzt wieder zu Hause und ich habe den Eindruck, dass sie es sehr genießt, wieder Herr über ihr eigenes Leben zu sein, sich Sachen selber machen zu können, so wie sie es will. Und wir freuen uns darüber. Diese Woche nehme ich euch mit in ein anderes Beispiel, war schon spät abends. An dem Tag war schon relativ viel passiert und dann kam noch eine Sache in der Familie obendrauf und ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt auch noch kommt. Kann sogar sein, dass ich gesagt habe, so ein Mist. Und dann sagt meine Frau zu mir, guckt mich an und sagt, Wolfgang, das müsste dir doch klar sein, das ist Anfechtung. Das passiert halt jetzt. Und das hat mir geholfen, in dem Moment mich wieder auf den Herrn zu konzentrieren und zu sagen, Herr, du weißt das. Du weißt, was jetzt alles passiert ist und was diese Woche noch kommt. Ich möchte dir vertrauen, dass du führst und leitest. Und so merkt ihr, wie wir unterschiedlich reagieren, wie ich unterschiedlich reagiere in unterschiedlichen Situationen. Meine stille Zeit war schon weit weg. War ja an dem Morgen und zwischendurch habe ich natürlich auch an den Herrn gedacht und auch versucht, mit ihm zu leben. Aber an dem Abend, es war schon viel passiert und an dem Abend war es dann so, dass ich zu dem Ausdruck kam, so ein Mist, das jetzt auch noch, muss das denn noch sein? Und dann war es gut, dass ich die Judith hatte, die mir sagt, Wolfgang, schalt nochmal um auf die geistliche Sicht, das ist jetzt Anfechtung. Wir müssen einfach die Hände falten, um zum Herrn zu kommen. Hat sie nicht gesagt, aber durchaus gemeint. Und so ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, wer ist der Herr Jesus? Und auf ihn blicken und auf ihn schauen und zu ihm gehen. Weil hier steht ja, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Sie sollen von ihm lernen. Kommt her zu mir. Er lädt alle ein, zu ihm zu kommen. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Jeden Tag, jeden Morgen, am besten jeden Morgen. Und auch da ist mir ein Buch nochmal wichtig geworden, wo der Autor dann sagt, am schönsten oder am besten für uns ist es, wenn wir vorher noch keinen anderen Gedanken an irgendetwas verschwendet haben. Haltet, macht das Handy, legt das weg, lasst das aus, schaut nicht auf euer Handy, wenn ihr aufsteht, gewaschen habt, wie auch immer, wie eure Routine aussieht, nehmt als allererstes Gottes Wort in die Hand. Lasst euch von ihm füllen. Ich finde es so eine einfache Geschichte, dass er sagt, lasst das Handy aus, schau nicht drauf, euer erster Gedanke soll der sein, den der Herr Jesus bzw. Gott in euer Herz pflanzt. Mir hat das geholfen. Was will der Herr Jesus noch? Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, dass er ihr Wasser geben würde, was nicht dürstet in Ewigkeit. Johannes 4, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen. Und das wird eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und auch hier ist ja so ein bisschen auch ein Zeitverlauf mit drin, das ins ewige Leben quillt. Also das ist schon das, dass der Herr Jesus möchte, dass die Frau zum Glauben kommt, was sie ja dann auch tut, aber auch darüber hinaus, dass wir Leben haben im Überfluss, wie es an einer anderen Stelle heißt. In Johannes 10, Vers 10. Und die schlagen wir mal auf. Also es hilft immer, von uns wegzuschauen, auf den Herrn Jesus zu schauen. In Johannes 10, Vers 10 schreibt er, vorher sagt er schon, ich bin die Tür der Schafe in Vers 7, aber in, Vers 10, Vers 10, in Johannes 10, Vers 10 schreibt er, der Dieb kommt nur, oder sagt er, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und jetzt kommt der Gegensatz. Ich bin gekommen, sagt unser Herr, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das, was der Herr Jesus für uns will. Leben im Überfluss. Leben aus diesen Wassern der Ruhe, die der Herr Jesus uns geben will, die wir aber aufsuchen müssen. Und mir hilft es, von mir selbst wegzuschauen,
indem ich mir zum Beispiel so eine ganz einfache Geschichte, so einen Spruch an die Wand gemacht habe in meinem Büro. Mir hilft es, einen Kalender da zu haben mit Versen. Die lese ich mir jeden Tag immer und immer wieder durch, zwischendrin. Was ich mittlerweile auch auf der Arbeit habe, hat der Frieda mir besorgt, einen Kalender, wo auch noch eine kurze Andacht drin ist. Tut mir gut. Es tut mir gut, das zu lesen. Und das kann auch sein, dass ich das mehrmals lese. Also gerade auch, wenn, was weiß ich, auf einer Baustelle ist was schiefgelaufen, wir müssen schnell handeln, ich habe mich vielleicht noch geärgert darüber, weil es ein dummer Fehler war, wie auch immer, kommt ja alles vor. Und dann hilft es mir, mich wieder zu besinnen, wer ist der Herr Jesus, was sagt Gottes Wort, wo stehe ich? Also wie ordne ich das Ganze ein, auch in Bezug auf Ewigkeit und auf meinen Herrn? Und im Psalm 42 haben wir einen Psalmisten, der sagt, sei still, meine Seele in mir. Harre auf Gott, sagt er mehrmals. Im Psalm 43 sagt er das auch nochmal. Sei still, meine Seele in mir. Der predigt zu sich selbst. Und das ist so gut. Wir haben das in Galater 3 ja auch gesehen. Es ist so gut, wenn wir uns als Christen, als diejenigen, die errettet sind, uns das Evangelium sagen, wenn wir uns an den Herrn Jesus erinnern, wie heute Morgen, wenn wir sehen, der Herr hat uns errettet, wir sind vollkommen in Gottes Augen, wir sind gerechtfertigt in Gottes Augen. Du bist gerechtfertigt wie der schrecklichste Sünder, der je auf dieser Erde gelebt hat, der zum Glauben gekommen ist. Du bist genauso gerechtfertigt wie der heiligste Mann, der je auf dieser Erde gelebt hat, wie ein, sagen wir mal, ein William McDonald. Dieser schreckliche Sünder, der je auf dieser Erde gelebt hat, könnte ja auch ich sein, der ist genauso gerechtfertigt wie ein William McDonald, wie ein Gene Gibson, wie ein John MacArthur, wie ein Wolfgang Bühne, wie ein Andreas Lindner, nur um mal ein paar Namen zu nennen. Das ist das, was das Evangelium macht, was der Herr Jesus uns erkauft hat. Was wir haben, ein Erbe bei Gott, wir sind Kinder Gottes, niemand kann uns das nehmen. Und das hilft einfach, von uns selber wegzuschauen, also zu Jesus gehen, von sich selbst wegschauen. Und das nächste ist, dass wir nicht auf unsere Umstände schauen. Und da dachte ich, und vielleicht denkt ihr auch daran, an den Petrus, können wir ruhig mal aufschlagen, Matthäus 14. Die Jünger hatten einen langen Tag. Der Herr zieht sich zurück zum Gebet und will für sich auf dem Berg allein sein und er schickt seine Jünger auf den See. Und jetzt kommt ein Sturm. Und ich versuche mir vorzustellen, was in den Jüngern vorgeht. Also jetzt, Tag war lang. Sie machen das, was der Herr Jesus gesagt hat. Was da Jesus sagt, aber jetzt heißt es hier in Vers 24 am Ende, denn der Wind war ihnen entgegen. Und dann haben sie noch Gegenwind. Wie kann das denn sein? Der Herr Jesus hat uns doch befohlen, von da nach da zu fahren. Und jetzt kommt auch noch Gegenwind. Und dann kommt der Herr Jesus in der vierten Nachtwache, also nicht direkt, denke ich, sondern von 3 bis 6 geht die vierte Nachtwache, kommt er ihnen entgegen. Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Und jetzt springe ich noch mal ganz kurz. Wenn hier steht, gehend auf dem See, dann glaube ich, es gibt keine einzige Stelle, die wir finden können in den Evangelien, wo der Herr Jesus rennt. Der Herr Jesus geht, der Herr Jesus sitzt, der Herr Jesus schläft, der rennt nie. Es gibt eine Stelle, wo der Vater rennt, in Lukas 15. Aber der Herr Jesus, der rennt nie. Warum? Habt ihr das mal gefragt? Ich habe mich das gefragt. Ich glaube, dass der Herr Jesus zu jeder Zeit, an jedem Ort, genau da war, wo der himmlische Vater seinem Sohn haben wollte. Der Herr Jesus musste nicht rennen.
Die Verbindung zum Vater, die war so eng, so gut, dass der Herr Jesus immer wusste, wo er zu sein hatte. Das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus nicht auch Not hatte. Denken wir im Garten Gethsemane, da war er betrübt. Bis zum Tod. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber der Herr Jesus brauchte nicht zu rennen, weil er eben diese Beziehung hatte. Der war, wenn ihr so wollt, immer an den Wassern der Ruhe. Und jetzt geht er hier über das Wasser, gehend auf dem See, Vers 25. Und als die Jünger ihn auf dem See sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Erwachsene Fischer, erwachsene Männer. Und der Herr, was macht er? Sogleich, heißt es hier in Vers 27, redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann kommt der Petrus, wie er mir einfach gefällt, und sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Ein ganzes Stück auf dem Wasser gegangen und er kam zu Jesus. Und dann heißt es in Vers 30, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Er hat auf den Wind geguckt. Und das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist, den Blick, dass das gar nicht so leicht ist, immer den Blick, gerade auch wenn man sowas macht, auf dem Meer zu gehen oder auf dem See zu gehen, zu halten. Aber als er nicht mehr auf den Herrn blickt, auf seinen Heiland, auf seinen Retter, da fing er an zu sinken. Und das Schöne am Petrus ist, er schreit direkt. Und als er anfing zu sinken, heißt es hier, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Wunderbar. Was macht der Herr? Sogleich, kommt wieder das Wort, streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Der Herr Jesus möchte uns auch, wenn wir auf Umstände schauen, herausziehen. Am liebsten, glaube ich, möchte er schon, dass er gar nicht dahin kommt, dass er zu uns sagt, Kleingläubiger. Ich glaube, das ist eine Sache der geistlichen Reife auch, zur Ruhe zu kommen, sich daran zu erinnern, in schwierigen Situationen, was hat der Herr für mich getan. Judith und ich, wir haben unter anderem auch eine Sache, wo wir uns immer sehr gerne daran erinnern, das war, als die Mathilde geboren wurde und sie nicht hören konnte. Und die ganze Gemeinde für die Mathilde gebetet hat und die Mathilde geheilt wurde. Für uns ist das nach wie vor ein Wunder und sowas wie ein Altar, wo wir uns daran erinnern, in schwierigen Situationen. Also von sich selbst wegschauen, nicht auf die Umstände schauen und auch sich daran erinnern, wie der Herr Jesus schon einmal geholfen hat, wie zum Beispiel bei der Mathilde. Und es heißt ja auch in Gottes Wort, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich glaube, wenn wir das beherzigen würden, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wenn uns die Ruhe weggenommen wird, dann wäre schon viel gewonnen. Und dann heißt es weiter in Philipper 4, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Und es ist wichtig, wohin wir gehen. Denkt nicht, dass ihr auf der Couch bei einer Netflix-Serie zur Ruhe kommt. Und ich sage gar nicht, dass das verkehrt ist, eine Serie zu schauen. Aber es ist nichts, was den Geist zur Ruhe bringt. Denkt auch nicht, dass man bei einem Computerspiel oder in den sozialen Medien, wenn man am Handy rumwirkt, dass man da zur Ruhe kommen kann. Das hier ist das lebendige Wort Gottes. Und der Jesus ist derjenige, der uns zu stillen Wassern bringen will. Der möchte, dass wir überfließendes Leben haben. Und wir finden das nur hier. Wir finden das nur im Schauen auf den Herrn Jesus und im Vertrauen auf sein Wort. Und das heißt nicht nur lebendiges Wort, weil wenn man das Wort Gottes liest, man ein Kind Gottes werden kann und es einen überführt von Sünde. Ich glaube, das heißt auch lebendiges Wort, weil dieses Wort Anteil hat am Wesen Gottes.
Dieses Wort hat Anteil am Wesen Gottes. Gott sagt selbst, ich bin das Wort. Und Gott ist lebendig. Dieses Wort ist ewig. Alles wird vergehen auf dieser Welt, die Worte Gottes nicht. Und jetzt merken wir einfach, wir haben es nicht mit einem normalen Buch zu tun. Das ist ein übernatürliches Buch. Und ich möchte euch einfach Mut machen, das aufzuschlagen, euch Verse an die Wand zu pinnen, in der Küchenzeile, auf der Toilette, am Arbeitsplatz, wo immer ihr seid, um euch daran zu erinnern, wegzuschauen von euch selbst, wegzuschauen von den Umständen, in denen ihr gerade seid. Und das kann furchtbares Leid sein. Das ist uns nicht verheißen, dass der Herr Jesus uns nicht durch dunkle Täler führt. Aber ihr dürft wissen, der Herr Jesus ist bei euch. Und ihr dürft wissen, der Herr Jesus lässt euch nicht im Stich und er gibt euch die Kraft, um das auch durchzustehen. Und er möchte euch auch selbst in dieser Not zur Ruhe bringen. Wenn ihr mal nochmal im Psalm 23 aufschlagt, da sehen wir, dass der David diese Erfahrung auch gemacht hatte. In Vers 4. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Herr Jesus möchte trösten. Er möchte, dass derjenige sich nicht fürchtet vor irgendetwas Üblen. Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Kann man sich auch fragen, wie können denn Stecken und Stab Schafe trösten? Aber das sind Geräte des Hirten. Mit denen berührt er die Schafe, mit denen richtet er sie wieder auf. Nachts stampft er mit denen auf den Boden und die Schafe wissen am Rhythmus des Stabes und auch an der Kraft des Stabes, die der Hirte da verwendet, der Hirte ist da, auch wenn sie ihn nicht sehen. Und insofern sind sie Trost und mit dem Stab verteidigt der gute Hirte auch seine Schafe. Und du bereitest vor mir, heißt es weiter hier, einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und der David hatte das erlebt. Von Saul angefangen bis zu seinem Sohn Absalom. Und trotz alledem hat er erlebt, wie der gute Hirte ihm einen Tisch angesichts meiner Feinde bereitet. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Und das ist das, was der Herr möchte für dich, für dein Leben. Dass dein Becher überfließt, angesichts aller Probleme, die du hast. Das Joch vom Herrn Jesus ist sanft. Seine Last ist leicht. Ganz im Gegensatz zu den Pharisäern, wie war das da? Da sagt der Herr Jesus, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen, legen sie auf die Schultern von Menschen und sie selbst wollen sich nicht mit einem Finger bewegen. Und an einer anderen Stelle in Lukas sagt er, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir können auch mal überlegen, was sind in unserem Leben die Pharisäer und die Schriftgelehrten? Was sind in deinem Leben die Pharisäer und Schriftgelehrten? Die Lasten, die du dir vielleicht auch selbst auflegst. Sachen, mit denen du dich befleckst. Die Pfützen, die du trinkst, wo du doch zu stillen Wassern gehen kannst, zum Wasser der Ruhe gehen kannst, zu frischem Wasser gehen kannst, auf saftige Weiden gehen kannst, zur Ruhe kommen kannst. Das ist der Wunsch unseres Herrn Jesus. Und doch sind wir manchmal ganz anders. Vielleicht kann die Technik mal gerade den Video einspielen. Ihr seht ja ein Schaf, was in einer Grube ist. Und der Schäfer holt es raus, ist nicht mehr so ganz weiß. Und was macht das Schaf? Direkt wieder rein. Und man lacht darüber. Ich habe dann so gedacht, in manchen Situationen war ich das Schaf. Der gute Hirte holt mich raus, gute Freunde holen mich raus, werfen meinen Blick wieder dahin, wo er hingehört, auf den Herrn Jesus, und ich renne direkt wieder rein, wie dieses Schaf.
Und vielleicht schlagt man mal mit mir auf, Jesaja 28, Vers 12. Der Herr hat oft sein Volk gerufen und wollte seinem Volk Ruhe verschaffen, in die Ruhe einführen. Jesaja 28, Vers 12, da sagt er zum Nordreich: Dies ist die Ruhe, verschafft dem Ermüdeten Ruhe, und dies ist die Erquickung. Und dann kommt der Spruch, sehr ernüchternd: Aber sie wollten nicht hören. Wenn er mal noch eine Seite umblättert und guckt mal in Jesaja 30, Vers 15, da heißt es: Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen wird er eure Stärke sein, aber ihr habt nicht gewollt, wie das Schaf. Ihr merkt schon, um zur Ruhe zu kommen, das Angebot vom Herrn Jesus ist immer da, aber um zur Ruhe zu kommen, müssen wir auch selber tätig werden. In dem Sinne, dass wir versuchen, diesen Blick auf den Herrn Jesus immer wieder neu zu bekommen in den Situationen. Dabei helfen uns Geschwister, dabei helfen uns Verse, dabei kann uns ein Andachtsbuch helfen, wie auch immer, dass wir immer bereit haben und darin lesen. Was ich nicht mehr mache ist, und wo ich glaube, dass der Herr mich da schon vor vielen Versuchungen bewahrt hat, ist, dass wenn ich in einem Hotelzimmer bin, und ich bin oft in Hotelzimmern, ich mache nicht mehr einen Fernseher an. Weil ich nicht weiß, wenn ich den anmache, was für ein Programm da gerade läuft und was da läuft. Ich mache es einfach nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass der Herr mich da oft schon bewahrt hat. Es tut mir einfach gut. Weil man ja doch auch da in Anfechtungen kommen kann, gerade auch, wenn man länger unterwegs ist. Jens und ich machen gerade zusammen ein Projekt in Griechenland. Der Jens macht das noch mehr wie ich. Ich schaue aber schon mal drauf. Und wir fliegen jetzt heute Nachmittag auch zusammen dorthin. Und da gab es vor mehreren Wochen ein Problem. Darf ich erzählen, Jens, oder? Ich gucke den mal gerade an. Wo ist er? Da. Darf ich erzählen, wohl? Hatten wir vorher nicht abgesprochen. Da hatten wir vor ein paar Wochen ein Problem, wo der Jens sagt, mir auch, hat er gut ausgearbeitet, wo er sagt: Rein mechanisch sehe ich da keine Hoffnung. Das ist nicht zu lösen, Wolfgang. Was habe ich dann gesagt, Jens? In 2 Wochen lachen wir drüber. Was ich damit gemeint habe, ist, ich glaube schon, dass der Herr uns da Gelingen schenken kann, dass wir eine Lösung finden können, dass die Leute auf der Baustelle mitdenken werden und dass wir in 2 Wochen darüber nicht mehr reden. Und wie ist es gekommen? Hat eine Woche gedauert. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Aber es ist gut, wenn wir Menschen haben, die uns den Blick nochmal zurechtrücken, die uns ermutigen, die uns auf den Herrn Jesus verweisen, die uns eine schöne Bibelstelle zeigen und uns ermutigen. Und jetzt komme ich nochmal ganz zum Schluss zurück auf 2. Samuel 23. Dieser Vers, oder die beiden Verse, die ebenfalls mit mir gegangen sind, wo wir den Schammer haben, der uns da vor Augen geführt hat, der seinen Fuß setzt auf dieses Linsenfeld. Wo man eigentlich auch hätte sagen können: Hey, ist ja gerade keine Goldmine. Warum setzt du dein Leben dafür ein? Da stellte er sich mitten auf das Feldstück, 2. Samuel 23, Vers 12, und rettete es und schlug die Philister, und der Herr schaffte eine große Rettung. Das war ein Held Davids. Steht in Vers 8. Dies sind die Namen der Helden, die David hatte. Also es war schon auch ein Mann, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, der mutig war. Es wird kein Weichei gewesen sein, um das mal anders zu sagen, oder ein Warmduscher. Aber ich glaube auch nicht, dass der Mann verrückt war. Das ganze Kriegsvolk floh und er steht dann da und verteidigt dieses Feld. Also er war auch nicht wahnsinnig. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen,
Sonst wäre der hier nicht in dem Wort so beschrieben und der Herr schafft da auch noch eine große Rettung. Ich gehe tatsächlich davon aus, der wusste, das ist der Wille Gottes für mein Leben und den werde ich jetzt tun, auch wenn alle anderen um mich herum fliehen. Und er hatte in einer Situation, wo alle anderen flohen, Vers 11, das Volk aber floh vor den Philistern und vor denen konnte man auch fliehen, der hatte diese Ruhe. Und dann schafft der Herr diese große Rettung. Denkt an David, unseren Psalmschreiber, 23, Vers 2, der Herr führt mich auf grüne Auen und zu stillen Wassern, er leitet mich dahin, der, wo das ganze Kriegsvolk Israel, richtige Streiter, die schon viel erlebt hatten, die manchen Kampf gekämpft hatten mit dem Saul, wo alle Angst hatten vor diesem Goliath, und der David nimmt sich in aller Ruhe, sucht sich für seine Schleuder 5 glatte Steine aus und einen Stab und ist motiviert und erregt, weil dieser Philister das Volk des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und Gott gibt ihm ja anscheinend die Ruhe, die Kraft, dann auch auf diesen Goliath zuzulaufen. Und zuerst ist der Goliath noch, verhöhnt ihn noch und so weiter. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Der Goliath kam zu Fall. Und Gott hat einen Riesensieg geschenkt. Und das wünsche ich uns für unser Leben auch. Das Wort Gottes in Hebräer 4, mit der Uli auch noch drüber sprechen, fordert uns auf, eifrig zu sein, in diese Ruhe einzugehen. Und mit dieser Ruhe ist tatsächlich eine geistliche Reife gemeint. Das ist einmal die Ruhe der Errettung, aber in der Gegenwart die Ruhe darauf zu vertrauen, dass der Herr Jesus da ist. Reif zu werden, zu sehen, okay, das sind jetzt Anfechtungen. Oder sich zu fragen, wenn ich in große Not komme, was das auch immer sei, Krankheit, Tod eines Angehörigen oder Freundes, wie auch immer, zu fragen, was möchte der Herr mich daraus lehren? Ist das immer einfach? Nein. Aber das ist in die Ruhe eingehen. Also einmal in die Ruhe eingehen, was die Errettung angeht, in der Gegenwart geistlich reifer zu werden. In der Zukunft ist es, einmal beim Herrn zu sein, in der ewigen Ruhe. Und ich möchte zum Ende kommen mit Hebräer 12, wo wir dazu aufgefordert werden, derselbe Schreiber, der sagt zu diesen Judenchristen, ist noch eine Ruhe offen bei dem Volk Israel, der sagt dann auch, nachdem die Männer und Frauen beschrieben worden sind, die durch Glauben gehorsam waren, dass wir diesen vor uns liegenden Wettlauf laufen sollen und dann ab Vers 2 hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den Urheber oder auch den Anführer. Das heißt, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut, so heißt es in meiner Übersetzung hier, und anderen vorangeht. Das war der Herr. Der Herr ist vorangegangen. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtet, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Der ruht, wenn ihr so wollt, bereitet uns noch Wohnungen vor. Und dann heißt es hier weiter, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und dieses Wort betrachten hier heißt, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn er ein schönes Gemälde euch anschaut. Da guckt er auch nicht erst einfach nur so drauf und dann geht er wieder weg, sondern da steht man vor und staunt, wie der Künstler die Farben benutzt hat. Also ich staune dann immer drüber, wie dick zum Beispiel auch Ölgemälde sind. Ich habe mir das früher immer so ganz flach vorgestellt und erst als ich mal im Museum war und mal ein richtiges Ölbild gesehen habe, sieht man, wie die mit Farbe gearbeitet haben, wie die versucht haben, Effekte zu erzeugen, die einen ins Staunen bringen, mich zumindest als Maschinenbauingenieur, weil ich so die Gabe da gar nicht habe. Denn betrachten, so sollen wir, so wie wir ein schönes Bild betrachten, oder für diejenigen, die gerne Wein trinken, die sich
abends bei einem Glas Wein auch mal die Farbe des Weines anschauen und den Wein näher betrachten. Für etwas, was ihr gerne mögt oder macht, beim Thilo würde ich sagen, er hat gestern seine Honda 750 ausgefahren und das ist ein Prachtstück. Und da hat er lange dran geschraubt. Und so wie er das betrachtet, so sollen wir auch den Herrn Jesus betrachten. Noch viel, viel mehr, würde ich sagen. Aber versteht ihr, was ich meine? Der hat so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. Der ist eingetreten bis dahin, dass es kein Zurück mehr für unseren Herrn gab. Der starb am Kreuz für dich und mich. Und warum sollen wir das tun? Damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also einmal diese physische Ermüdung, aber dann auch in der Seele, Geist und Seele, dass wir da nicht ermatten. Und dafür müssen wir und sollen wir auf den Herrn schauen. Und wir können viele, viele Dinge tun, um uns das zu erleichtern. Und eine Sache, wie ich schon sagte, ich wiederhole das nochmal, sind gute Verse, ist das Evangelium für Gläubige, sind Verse, die wir uns an die Wand pinnen, sind Andachtsbücher, wie auch immer, und dann auch davon erzählen und anderen ermutigen. Ich glaube, dass wir in der Gemeinschaft auch, dass das einfach uns gut tut. Wir brauchen die, so wie Schafe. Ihr habt ja gesehen, einzelnes Schaf, was macht das? Reckt wieder zurück. Ich bin mir ganz sicher, wenn der Hirte das Schaf mitten in die Meute gestellt hätte, in die Schafherde gestellt hätte, wäre das nicht passiert. Wir brauchen einander, um uns darauf aufmerksam zu machen, wo wir hinblicken müssen, gerade wenn wir in Not sind. Und ein schöner Vers, den ich mir immer vor Augen male, wenn ich in Notsituationen komme, wenn mich gerade etwas überwältigt, ist Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Gott für dich. Dann stehst du nicht mehr unter dem Gericht. Denn das Gericht Gottes hat der Herr für dich getragen. Und dann, was kann noch gegen uns sein? Und das hilft mir. Mir hilft es, auf den Herrn zu schauen. Mir hilft es, von mir selbst wegzuschauen auf den Herrn. Mir hilft es, wegzuschauen von den Umständen, auf den Herrn Jesus zu blicken. Mir hilft es, mich daran zu erinnern, was der Herr in meinem Leben schon Gutes getan hat. Und dann erfreuen mich solche Beispiele wie der Schammer. Und ich glaube einfach, der war mutig, aber der wusste auch in dem Moment, was er tat. Und er war bereit sogar, sein Leben dafür einzutauschen. So wichtig war ihm dieser Standpunkt, den er dort vertreten hat. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Und das wünsche ich mir, dass der Herr uns in den nächsten Wochen, dich und mich, zu Wassern der Ruhe führt, egal, wo wir denken, was über uns einströmt. Und ich wünsche uns, dass wir uns bewusst machen, wo vielleicht Pharisäer und Schriftgelehrte in unserem Leben sind, die uns schwer zu tragende Lasten auflegen, und dass wir uns von diesen Dingen fernhalten und auf den Herrn blicken. Amen.